Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich darf Ihnen mitteilen, dass wir in der heutigen Fraktionsvorstandsklausur ein klares, ein einstimmiges Signal ausgesandt haben gegen Kinderehen in Deutschland. Sie kennen die Problematik. Für uns ist es völlig inakzeptabel aus unserer Werteordnung heraus, aus unserem Verständnis von Selbstbestimmung der Frau, wenn Minderjährige verheiratet werden. Das Problem ist inzwischen auch in Deutschland angekommen. Wir erwarten vom Bundesjustizminister eine zügige Vorlage eines entsprechenden Referentenentwurfs. Wir wünschen von Seiten der Union, dass wir noch in diesem Jahr zu einer gesetzlichen Neuregelung kommen. Wir wünschen das deshalb, weil wir der Auffassung sind, dass für jede 12-Jährige, für jede 14-Jährige, die in einer solchen Ehe gefangen ist, jeder Tag ein Tag zu viel ist. Wenn der Bundesjustizminister jetzt eine Expertenkommission einberuft, die sich nächste Woche dann trifft, dann kann es aus unserer Sicht jedenfalls nicht dazu führen, dass wir jetzt hier in monatelange oder jahrelange Sitzungen von Expertenrunden kommen. Wir haben einen Regelungsvorschlag vorgelegt, zu dem ich Ihnen gleich etwas sage. Und wir erwarten, dass der Bundesjustizminister jetzt hier sehr zügig zu Potte kommt, um das Leid der betroffenen Mädchen zu reduzieren. Was sieht unser Vorschlag im Kern vor? Wir wollen, dass die Eheschließung in Deutschland fortan durchgängig nur noch möglich ist ab 18 Jahren. Die bisher vorgesehene Möglichkeit in bestimmten Fällen ab 16 Jahren mit Genehmigung des Familiengerichts heiraten zu dürfen. Diese Möglichkeit wollen wir abschaffen, durchgängige Grenze 18 Jahre. Wir wollen zum Zweiten, dass in all den Fällen, in denen Menschen in Deutschland ihren Lebensmittelschwerpunkt haben, ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit, Eheschließung sich nach deutschem Recht bemisst. Wir wollen, dass Menschen ausländischer Staatsangehörigkeit, die in Deutschland ihren Lebensschwerpunkt haben, nicht mehr nach ausländischem Recht heiraten können, sondern nur nach deutschem Recht. Und dieses deutsche Recht dann fortan vorsieht, dass das erst ab 18 Jahren möglich ist. Wir wollen vor allen Dingen einschreiten gegen im Ausland geschlossene Kinderehen, wenn die Menschen dann nach Deutschland kommen, in Deutschland ihren Aufenthaltsschwerpunkt nehmen. Wir möchten, dass die Jugendämter verpflichtet werden, wo sie vom Bestehen einer solchen minderjährigen Ehe Kenntnis erlangen, einen entsprechenden Aufhebungsantrag bei Gericht zu stellen. Und wir wollen, dass dann im Grundsatz solche Ehen aufgehoben werden, weil wir der Auffassung sind, es soll jeder selbst entscheiden darüber, wen er heiratet. Das entscheidet die Einzelne und der Einzelne und das entscheidet nicht der jeweilige Familienclan. Wir möchten darüber hinaus die betroffenen Mädchen auch begleitend unterstützen. Wir möchten sie auffangen, wir möchten sie psychosozial betreuen und wir möchten auch noch einmal im Einzelnen ausloten, ob es möglicherweise im strafrechtlichen Bereich Schutzlücken gibt. Das wird man sich im parlamentarischen Verfahren dann noch einmal im Einzelnen ansehen. Aber wichtig ist für uns noch einmal der Dreiklang, den ich skizziert habe. Eheschließung in Deutschland nur mit 18 Jahren. Eheschließungen bei Menschen, die ihren Lebensmittelschwerpunkt in Deutschland haben, nur nach deutschem Recht, nicht nach ausländischem Recht mit ganz anderen Altersvorgaben und grundsätzliche Aufhebung von im Ausland geschlossenen minderjährigen Ehen, weil sie mit unserem Verständnis von der Würde und der Selbstbestimmung der Frauen und der Mädchen nicht vereinbar sind.